Hallo, ich möchte heute eine kleine Übung aus dem Qigong vorstellen. Diese Übung ist für dich vielleicht interessant, wenn du das Gefühl hast, es wird irgendwie alles zu viel, es ist unheimlich viel los und du hast das Bedürfnis, einfach mal loszulassen, durchzuatmen, den Kopf frei zu bekommen und frische Energie zu tanken. Die Übung ist eine Atemübung und eine mentale Übung. Die Vorstellung ist wichtig. Es ist auch eine körperliche Übung, allerdings ist die Bewegung, die körperliche Bewegung, eine ganz kleine, feine, zarte. Da geht es um die Meridiane, die geöffnet werden und um spezielle Akupressurpunkte. Zum Beispiel haben wir da einen wichtigen Akupressurpunkt fürs Herz, den Shenmen, der wird hier sehr intensiv angesprochen. Ich bin da in Schrems, ich habe das Glück und die Freude, hier Qigong unterrichten zu dürfen. Ich habe 3-Tage-Seminar gehabt und morgen folgt ein weiteres Ausbildungswochenende für Qigong. Und ich habe mir gedacht, ich nutze die Gelegenheit, so ein schönes Studio habe ich sonst nirgends. Es ist womöglich eine Spur laut, es kann sein, dass es Hintergrundmusik gibt in Form vom Rauschen der Autos oder was auch immer, falls ich vorbeifahren würde. Allerdings habe ich mir gedacht, okay, nicht das ruhigste Studio, aber welches Studio finde ich schon mit so einem Baum und so einer Sonne? Darum habe ich entschieden, es hier zu machen. Ich bin die Angela Cooper von der Qigong Akademie Cooper aus Wien. Cooper schreibt man so wie das kleine Auto, Mini Cooper, nicht ganz unpassend, wie ich zugeben muss. Gut, dann möchte ich gleich starten, vielleicht magst du gleich mitmachen. Du legst dabei die Hände auf dein Dantien, das ist der Bereich unterhalb des Nabels. Und bitte ganz normal und natürlich durch die Nase ein- und ausatmen. Beim Ausatmen bringst du die Hände zur Seite, so als würdest du etwas zur Seite schieben, mit der Vorstellung, dass du alles abgibst, was du jetzt nicht brauchst. In der Atempause lässt du die Hände locker, so mit der Vorstellung, dass du alles loslässt und dadurch wird es neutralisiert. Und beim Einatmen ist die Idee, dass du frische Energie, frisches Qi einsammelst. In der traditionellen chinesischen Medizin nennt man die Lebensenergie Qi. Diese Übung kannst du jederzeit ausführen, du kannst es auch mehrmals ausführen. Alles, was du brauchst, ist ein paar Minuten Zeit. Und es wird empfohlen, die Übung dreimal auszuführen, was es also oft machen, wenn du Lust hast. Ich würde es jetzt gerne dreimal machen, wenn du magst, mach doch gleich mit. Die Hände aufs Dantien legen, beim Ausatmen wegschieben, was du nicht brauchst. In der Atempause loslassen, beim Einatmen frische Energie, frisches Qi einsammeln und in deiner Mitte sammeln. Noch zweimal. Ich wünsche dir viel Freude mit der Übung. Wenn du Lust hast, ab und zu Infos, Tipps, Übungen aus Qigong und TCM zu bekommen, ich schreibe regelmäßig einen Blog, wöchentlich, und dann schau doch mal vorbei unter www.qigong-akademie.at. www.qigong-akademie.at. Vielen Dank, viel Freude mit der Übung. Ciao.